Freunde, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir nicht länger über ein Verbot demokratisch legitimierter Parteien wie der NPD reden, sondern darüber, über die Ausschaltung der Geheimdienste, die zunehmend wie ein Staat im Staate agieren, die buchstäblich über Leichen gehen und die nichts anderes als Staatsterrorismus betreiben. Liebe Freunde, ich denke, es ist absurd, wenn man heute gerade unsere Partei in den Zusammenhang mit dieser widerlichen Mordserie bringt. Die NPD hat immer klar und deutlich gesagt, dass wir Gewalt und Terrorismus zur Durchsetzung unserer Ziele ablehnen. Und genau das, liebe Freunde, unterscheidet uns doch von der radikalen Linken, von denen, die in den 70er Jahren doch unverhohlene Freude artikuliert haben bei den Morden der Roten Armee-Fraktion an Ponto, an Buback, an Rohwedder und Co. Das, liebe Freunde, unterscheidet uns. Wir haben es nicht nötig, Häuser anzuzünden, Barrikaden zu errichten, Mülltonnen abzubrennen, Häuser zu besetzen, wie wir das bei den antifaschistischen Gewalttätern tagtäglich erleben müssen. Und von wem die wirkliche Gefahr in diesem Lande ausgeht, sehen wir alljährlich an der polizeilichen Kriminalstatistik, wenn es um Ausländerkriminalität geht oder um linksextremistische Gewalttaten, die sich im letzten Jahr, im Jahre 2011, verdoppelt haben. Liebe Freunde, Gewalt ist und bleibt das Kampfinstrument der Linksextremisten, die sich des Beifalls einer verlogenen, einer verkommenen BRD-Zivilgesellschaft sicher sein können. Aber genau das, liebe Freunde, zeigt auch, wie in diesem Staate seit Jahren, ja seit Jahrzehnten mit zweierlei Maß gemessen wird. Der NPD unterstellt man, etwas mit Mördern, mit Gewalttätern zu tun zu haben. Aber die Gewalt derer, denen man selber nahesteht, die blendet man gerne aus. Was ist denn mit dem Terror im Inland, den vielen Morden an Deutschen, die von ausländischer Hand begangen werden? Wo finden denn da die Gedenkminuten statt? Die Wohltätigkeitsveranstaltungen, wo werden vom Staat alimentierte Ombudsleute zur Aufbereitung des Leids der Angehörigen eingerichtet? Was ist mit dem Alltagsterror der sogenannten Migranten? Da redet keine Sau darüber, weil die Opfer natürlich nur Deutsche sind. Oder was ist mit dem Terror im Ausland, wenn der Mossad seine blutige Blutspur durch die Weltgeschichte zieht, wenn Häuser von Palästinensern niedergerissen werden im Gazastreifen, 900 Menschen ums Leben kommen im Jahr 2008, 17.000 Menschen, Libanesen, bei der Invasion des Schurkenstaates Israel im Jahre 1982 ums Leben kommen. Das alles, liebe Freunde, darf man heute natürlich nicht aussprechen. Der Zionistenstaat darf nicht angegriffen werden, weil sich natürlich die BRD-Politik längst im Würgegriff der Israel-Lobby befindet. Aber noch einmal, Tatsache ist, die NPD hat Gewalt zur Durchsetzung von politischen Zielen immer abgelehnt, deutlich gemacht, dass das für uns keine Option sein wird. Natürlich, wir als volkstreue Deutsche kämpfen für die Bewahrung unserer Kultur, für den Erhalt unserer nationalen Identität, kämpfen wir gegen Ausländerkriminalität, gegen Überfremdung, gegen die zunehmende Landnahme durch Raum- und kulturfremde Ausländer. Aber liebe Freunde, ein Zusammenhang zwischen der NPD und irgendwelchen irren Ausländerkillern,
ist doch vollkommen abwegig, allein schon deshalb, weil für jeden Einzelnen von uns doch klar ist, dass nicht der Ausländer um die Ecke unser politischer Gegner, unser Feind ist. Ausländer, die nach Deutschland kommen, nutzen die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die die Verantwortlichen in der Politik zulassen. Und deshalb ist nicht der Ausländer der Einzelne unser Feind, sondern unser Feind sitzt in den Reihen der Profiteure des internationalen Finanzkapitals, sitzt in den Reihen der Politiker, und diese Politiker gehören zur Verantwortung gezogen und nicht einzelne Ausländer, liebe Freunde, selbstverständlich auf recht freie Wege. Wer nun, wie wir, tagtäglich im Meinungskampf für ein besseres Deutschland steht, der muss Klartext sprechen. Und ich denke, dass wir als volkstreue Deutsche das tun, und wer wie wir im Meinungskampf steht, der spürt und der weiß, warum wir so vehement bekämpft werden, weil wir eben die einzige wirkliche Alternative sind. In einem Staat, in dem der Werteverfall der politischen Klasse voranschreitet, zeigt sich, wie notwendig heute organisierter Widerstand als Blockadebrecher der antideutschen Politik ist. Nationalisten notwendig sind in einem Staat, um Klartext zu sprechen, wenn es um Grenzkriminalität, um Abwanderung, um Geburtenmangel, um das Aussterben des ländlichen Raums oder die demografische Katastrophe in diesem Lande geht. Wir sprechen Klartext, wenn es zum Beispiel darum geht, konsequent für den Schutz unserer Kinder einzutreten und der Kuschelpädagogik für Sexualstraftäter den Kampf anzusagen. Wir sprechen Klartext, wenn es darum geht, der Schwulen- und Lesbenlobby in diesem Lande den Kampf anzusagen. Und wer hat es nicht in Erinnerung, die Aussagen ausgerechnet von Guido Westerwelle, der einst bei Hartz-IV-Empfängern von anstrengungslosem Wohlstand und spätrömischer Dekadenz gesprochen hat. Liebe Freunde, man weiß gar nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn ausgerechnet der Bundesaußenminister von spätrömischer Dekadenz sprechen soll. Denn es war ja im alten Rom durchaus üblich, dass man seine Liebhaber mit auf Dienstreise genommen hat. Liebe Freunde, wenn man sich diese Politiker vom Schlage Guido Westerwelles, der wohl mit seinen sexuellen Präferenzen wohl am ehesten dem, was das gesunde deutsche Volksempfinden unter spätrömischer Dekadenz entsprechen dürfte. Solche Politiker wie Guido Westerwelle gehören nicht in Ministersessel. Diese Herrschaften gehören maximal auf einen Karnevalswagen beim Christopher Street Day der jährlichen Tulpenparade. Natürlich wissen wir, dass jeder, der solche Forderungen aufstellt, dass wir schnell abgestempelt werden. Wir sind Rassisten, wir sind Faschisten, Neonazis, Gewalttäter, böse Menschen. Das, liebe Freunde, ist natürlich alles Unfug, ist alles Blödsinn. Aber in einem, liebe Freunde, haben Sie recht. Wir sind anders als die etablierten Parteien. Wir wollen nicht Bestandteil dieses etablierten Parteienkartells sein. Nein, wir sind anders. Wir haben einen anderen Politikentwurf und wir sagen klar und deutlich, dass wir gar kein Interesse daran haben, Politik für Europa oder die ganze Welt zu gestalten, sondern wir sind angetreten, damit unsere Kinder und Enkelkinder in einem deutschen Deutschland endlich wieder eine lebenswerte Zukunft haben. Die NPD spricht Klartext, wenn es um den Export von Arbeitsplätzen nach Osteuropa geht. Immer mehr Billiglohndrücker den Verdrängungswettbewerb auf dem deutschen Arbeitsmarkt verschärfen. Wir sprechen Klartext, wenn es darum geht, dem drohenden Volkstod die Stirn zu bieten. Und wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass in Deutschland heute über 16 Millionen Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund leben. In Deutschland
liebe Freunde, entstehen immer mehr Parallelgesellschaften. Und wer wollte es eigentlich auch den Ausländern verdenken? Jenen Ausländern, die oftmals noch ein ganz anderes Heimatbewusstsein haben als vaterlandslose Deutsche. Es entstehen immer mehr Parallelgesellschaften und man fragt sich angesichts der ewig gleichen Phrasen über den Integrationswahnsinn auch, ist es wirklich wichtig, dass sich Ausländer in Deutschland wie Deutsche benehmen? Wird ein Muslimane dadurch Deutscher, dass er sich eine Lederhose anzieht? Wird die Türkenmama dadurch Deutscher, weil sie das Kopftuch gegen die Pilzkopffrisur von Angela Merkel eintauscht? Oder der Ausländer mit Bovareit, Westerwelle oder von Beuys ins Netzstein? Liebe Freunde, wir sagen immer klar und deutlich, wir wenden uns gegen diesen Integrationswahnsinn. Der Wahnsinn ist doch, und das ist eigentlich wahrhaft Ausländer- wie Inländerfeindlich, dass man versucht, die in Deutschland lebenden Ausländer zu zwangsgermanisieren, dass sie zu Wanderern zwischen den Welten werden, damit sie eines Tages überhaupt nicht mehr wissen, wohin sie gehören. Liebe Freunde, wir als volkstreue Deutsche, als Nationalisten haben uns immer gegen diesen Integrationswahnsinn gewehrt. Wir grenzen uns auch ab von bürgerlichen Rechtspopulisten, die sagen, dass für sie ein Deutscher ist, wer einen deutschen Pass hat, einen deutschen Pass, der längst nicht mehr wert ist, das Papier, auf dem er gedruckt wird, und es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis die deutsche Staatsangehörigkeit auf dem Flohmarkt erhältlich ist, oder beim Glücksrad nach dem Motto, ich nehme das Fahrrad und für meinen Schwager die deutsche Staatsangehörigkeit. Soweit, liebe Freunde, sind wir da bereits verkommen. Nein, liebe Freunde, wir wehren uns gegen diesen Integrationswahnsinn. Wir sagen, die in Deutschland lebenden Ausländer sollen durchaus ihre eigene Identität wahren, sollen ihre Kultur leben, sie sollen auch ihre Religion ausüben. Wir sind deshalb gegen die Integration. Politik der Herrschenden, weil es natürlich unser erklärtes Ziel ist, dass die in Deutschland lebenden Ausländer eines Tages in ihre angestammte Heimat zurückgeführt werden. Und ich denke mal, es wäre Eulen nach Athen zu tragen, wenn ich euch, wo ich selber in Mitteldeutschland lebe, wo es noch relativ wenig Ausländer gibt, euch darauf aufmerksam zu machen, dass gerade die Bedrohung durch die Einwanderung Raum- und Kulturfremder Ausländer immer offensichtlicher wird. Gerade durch den expandierenden Islam wird das immer offensichtlicher. Und ich sage dabei ganz bewusst, wir sind keine Glaubenskrieger. Wir haben nichts gegen Islam als solches. Aber natürlich in Deutschland ist der Islam die am deutlichsten in Erscheinung tretende Form der Überfremdung. Und man braucht sich ja nur umzuschauen. In München, im Ruhrgebiet, in Köln, in Duisburg, in Mannheim, in Berlin, in Hamburg, in vielen deutschen Städten wird eine Moschee nach der anderen gebaut, eine Großmoschee nach der anderen. Oder schauen wir auf die gewalttätigen Auseinandersetzungen der Salafisten in Nordrhein-Westfalen. Ich sage aber noch einmal, das Grundproblem ist nicht die Religion, sondern ist die Überfremdung. Wir wollen keine Einschränkung der Religionsfreiheit für die Ausländer, die gegenwärtig in Deutschland hier das Gastrecht genießen. Aber liebe Freunde, ich denke, um seine Religion auszuüben, brauchen wir keine Moscheen und keine Minarette, die größer sind als der Kölner Dom, sondern um seine Religion ausüben zu können, reicht ein einfacher Gebetsteppich aus. Denn Moscheen und Minarette sind doch letztendlich nichts anderes als provokative Symbole der muslimischen Landnahme auf deutschem Boden. Und ich denke, dass ich für jeden Einzelnen dieser Runde spreche, ganz gleich, ob er nun christlich geprägt ist, ob er Atheist ist oder heidnisch geprägt ist. Ich denke, dass es für uns alle doch selbstverständlich sein sollte,
dass wir alle mal lieber das vertraute Geläut der Dresdner Frauenkirche oder des Kölner Doms hören wollen, als dass der Muizin allmorgendlich und allabendlich seine Glaubenskrieger